Dankeschön, Christoph. Hört ihr mich? Ich höre im Moment nichts, weil ich sowieso schwerhörig bin. Also, willkommen, Leute. Ich bin jetzt natürlich sehr aufgeregt, weil jetzt kommt einer von außen und mischt sich hier ein. Liebe Freunde des Kopfes, wir sind alle gegen Enthauptung. Stuttgarts Bahnhof kenne ich seit nun über 70 Jahren. Seit ich Kind war in Essen, in der Kruppstadt, in Europas größter Bergbaustadt. Weil es damals, 1940, Penicillin noch nicht gab, musste ich mit meiner Lungen-TB oft in die Alpen, in die damals bessere Luft. Das ging per Bahn und über Stuttgart. Und ich höre noch, wie die Mutter, als sie gefragt wurde, wie sie das eigentlich schaffe, so oft so lange Fahrten mit einem 4- bis 7-Jährigen, ich höre sie noch reden. Man muss ihn ja nur ans Fenster setzen, dann ist er still. Aber der rasende Reisende von heute, sogar heute noch, kann er in Kopfbahnhöfen kurz zur Besinnung kommen. Damals war auch bei mir in Stuttgart offenbar Schluss mit Stillsein. Und ich soll die Mutter gefragt haben nach den stacheligen Bergen da draußen, vor und hinter dem Bahnhof. Und habe ihre Antwort schlicht nicht kapieren können. Weinberge sollten über bombardierte Häuser und all das Wunderliche, was da draußen zu sehen war, auch Berge weinen müssen? Zum Weinen ist heute jedenfalls, dass dieses einzigartige Stuttgart vom Zug aus überhaupt nicht mehr zu sehen sein soll. Ja, nichts als Tunnels, ausschließlich Schwärze. Könnte es sein, hier wird sich geschämt? Weil am Bahnhof nicht mehr nur grandiose Bäume stehen, sondern auf der Gegenseite Wände aus Bankenbeton, die mehr und mehr Platz wollen und Euros wollen. Heute wohne ich in Freiburg. Dort hat man Erfahrungen mit Stuttgart. Zurzeit sogar Rauberfahrung, Kulturvernichtung. Freiburg wird ein Schatz in Richtung Stuttgart geraubt. Ein einzigartiges Orchester mit Tradition zurück bis Bertolt Brecht. Aber das ist jetzt nur eine andere Geschichte. Ich komme jetzt nicht darüber hinweg. Ich musste das jetzt sagen. Es hängt auch irgendwie miteinander zusammen. Die Väter unseres Landes hier, die drohten schon immer gern mit Lügen. In Baden würden die Lichter ausgehen, wenn nicht auch bei Freiburg Atomkraftwerke stünden. Filbinger, Teufel, Späth, alle wollten vor Freiburg ein Atomkraftwerk. Beim untergründigen Vulkan Kaiserstuhl sollte das stehen, wo die Erdkruste unruhig ist. Wo aber auch Franzosen ein AKW bauten, in Fessenheim, im Rheingraben, in dem vor nur einer Sekunde der Erdgeschichte die Stadt Basel kaputt ging, über einem Beben. Baseler Totentänze. Wenn in der nächsten Erdsekunde ein Beben auch Fessenheim und Freiburg trifft, dann beim üblichen Südwestwind, dann wehen die unsichtbaren Atomwolken natürlich auch bis Stuttgart. Nichts da, die Landesväter wollten Atomkraft. Blind für Spätfolgen. Der derzeitige Landesvater möchte ein Problem lösen, das gar nicht lösbar ist. Die sichere Aufbewahrung nuklearen Mülls. Wie wär's hier mal endlich mit Ehrlichkeit?
dieses 100.000... Dieses 100.000-Tonnen-Problem ist auch ein 100.000-Jahre-Problem. Verdrängt wird das auch noch nach Fukushima, wo im Unglück unheimlich Glück war. Die Todesluft wehte auf den Pazifik, nicht nach Tokio. Wie denn hätte man sie evakuieren sollen, die 30-Millionen-Stadt? Gegen all dies nicht zu Ende gedachte, protestierten ab 1970 rings um Freiburg Deutsche und Franzosen gemeinsam und erfolgreich, bremsten zwar nicht Fessenheim, aber ein AKW auf der deutschen Seite. Damals entstand da die Bewegung der Grünen mit all ihren Gegenideen, nicht nur zur Energiegewinnung. Doch über die Hauptstadt hinter dem Schwarzwald, da war in Freiburg immer neu zu staunen. Früh etwa über einen Minister für Kultus, der auch als Fußballchef Bedenkliches leistete, nämlich den wegzugraulen, der dann als Trainer der Nationalelf Bestmögliches getan hat. Als Minister beschimpfte der VfB-Boss unsere Schüler. Die sollten endlich aufhören, mit ihren Eltern auf die Seychellen zu reisen, sollten lieber was lernen, zum Beispiel, wo der Neckar in den Rhein mündet, in Heidelberg. Ich sehe, ihr wisst Bescheid. Gleich drauf konnte ich in einem meiner Filme Schloss und Neckarwiesen zeigen und fragen, wo er denn hier nun sei, in Heidelberg, der Rhein. Soweit Stuttgarts Minister für Kultus. Staunen löste dann noch mehr aus, wie plötzlich auch Stuttgart neben Berlin und Hamburg ein deutsches Großprojekt startete. Für viele Milliarden eine Bahnstrecke, die wenige Minuten schneller nach Ulm bringen würde. Zwar sei die Anbindung an den Flughafen noch nicht gelöst, das ist sie bis heute nicht. Zwar würden Güterzüge die Steigung aus der neuen Stuttgarter Tiefstation empor zum Flughafen gar nicht schaffen. Güterzüge dürften also weiter die schönen Kurven von Geislingen umrunden. Freiburger hatten jedenfalls Probleme, Stuttgarts Kühnheiten zu verstehen. Einige nettere Freiburger meinten, die Milliarden Richtung Ulm, die brächten immerhin glückliche Minuten für eine damals regierende schnelle Ulmerin. Und sie gönnten ihr das. Sie sind so schrecklich nett, die Freiburger. Doch wozu der Durchgangsbahnhof? Kopfbahnhöfe schmücken. Paris zum Beispiel, auch München, Leipzig, Frankfurt. Und der Stuttgarter, der gilt als bestfunktionierender. Fortschrittsmärchen drangen durch den Schwarzwald. Sagen von einer Ost-West-Achse, Paris-Bratislava. Auch sah man brillante Architekturbilder von der Tiefstation. Gegen die Zweifel kam es dann doch zur Volksabstimmung. Und siehe, das grüne Freiburg stimmte ganz und gar anders ab als die zukunftsberauschte Hauptstadt. In meinem Freiburger Stadtviertel stimmten gar 80% anders, gegen das Phantom. Aber über den Supertiefbahnhof da stimmten halt auch fernste Dörfer ab. Dort, wo laut Thaddäus Troll sogar der Schnee sich geniert, nicht genügend schwarz zu sein. Troll, ich grüße dich. Dabei will ja auch Freiburg Fortschritte, nur andere, in Sachen Energiegewinnung. Weil, so mahnte der alternative Nobelpreisträger Hermann Scheer, weil nichts so unwirtschaftlich ist wie Atomenergie. Und nichts so folgenreich.
weil was anfangs sauber schien, todesgefährlich bleibt und am Ende unbezahlbar. Freiburg wollte auch Bahnfortschritte, nämlich für Europas zentrale Nord-Süd-Achse von Hamburg, Holland, Ruhrgebiet, Köln und Frankfurt nach Süden, nach Basel, Zürich, Mailand, Genua. Für die Achse also, die am Oberrhein seit langem auf vierspurigen Ausbau wartet, auf Anbindung an den neuen Gotthard-Basistunnel. Stattdessen mühen sich zwischen Basel und Frankfurt auf meist nur zwei Spuren weiterhin die ständig zahlreicheren Güterzüge. Plus Nahverkehr, plus Interregios, S-Bahnen, ICs und ICEs. Das quält sich von sogenannter Signalstörung zu Signalstörung. Müht sich ab durch den Rheingraben, der breit genug wäre für mehr Spuren. Doch Freiburg bekam Belehrungen. Nun von Stuttgarts Ex-Landesvater Oettinger. Tut mir leid, dass ich den erwähne. Ich wusste nicht, dass der so Emotionen auslöst. Also Herr Oettinger erschien in Freiburgs Uni nun als Europaminister. Und der erklärte im größten Hörsaal der Uni, warum Stuttgarts Kopfbahnhof weg müsste, enthauptet werden müsste. Warum nur ein Ort wie Paris Kopfbahnhöfe brauche. Weil ja hinter Paris nur noch Viehweiden kämen und der Atlantik. Soweit unser Europaminister, der, das habe ich heute in der Zeitung gelesen, große Chancen hat, von Frau Merkel wieder zum Europaminister erhoben zu werden. Dieser Oettinger half Freiburg nicht zu begreifen, was in Stuttgart eigentlich vorging. Und warum am ansehnlichen Kopfbahnhof, warum am Bonnertsbau schon mal die Flügel weggeschnitten wurden. Hatte doch sogar CDU-Mann Geißler, als er genügend informiert war, erkannt, dass der Kopfbahnhof bestens kombinierbar wäre mit sinnvollen neuen Strecken. Ach, wo sind heute noch Flügel? Ich sehe hier viele Fahnen, ich hoffe, daraus werden Flügel. In dieser anerkannt klugen, jedenfalls cleveren Stadt, da soll nun seit 20 Jahren, nun jetzt seit 20 Jahren etwas entstehen, das erscheint mir wie eine Kopflosigkeit. Offenbar grassierte vor 20 Jahren auch in Stuttgart neoliberaler Tatendrang. Für Thaddäus Troll Fortschrittsbesoffenheit. Jedenfalls benebelte das so sehr, dass ausgerechnet in Stuttgart haarsträubendes Geldvernichten startete. Seit 1994 wird hier geträumt von einem enormen Bahnhof, der damals für 2 Milliarden D-Mark zu haben sein sollte. 20 Jahre später ist S21 ums Zehnfache teurer. Anfangs aber löste das offenbar einen Rausch aus. Bei Bahnfreunden, bei Architekturfreunden, auch bei Spekulationsfreunden. Ja, das versprach sogar einen Image-Triumph fürs Made in Germany. Doch inzwischen scheint das zu verkommen. Zu einem Mahnmal in Sachen Fehlplanung und Korruption. Wie konnte das passieren? Sind die drei Bahnchefs Dürr, Medron und Grube einem Phantom erlegen? Alle drei priesen große Kapazitätszuwächse. Noch bei der Volksabstimmung durfte man glauben, damit sei gemeint, der Neue leiste weit mehr als der Bestehende. Nun ist die Enttäuschung groß. Der Neue wäre ein Rückbau. Mindestens 30% weniger Leistung.
Er wäre nicht nur kein Bürgerbahnhof, weil er den Bürger schädigen würde, der wäre nicht mal ein Börsenbahnhof. Gewinnwarnung, keine Rendite, weder fürs Gemeinwohl noch für die Bahn. Und für Börsenhaie nur sehr speziell. Volker Lösch hat daran erinnert, dass alle drei Bahnchefs von Daimler kamen. Aber Daimler hin oder her, schon rein wirtschaftlich erwiesen sich die Bahnhofsträume als total falsch. Wofür diese Tunnels? Wofür die Tiefstation? Für Kapazitäten? Anderswo fehlt Geld, Nerven, Langsamstrecken, fehlen Weichen. Der Kaputtsparer Medorn, so nennt ihn jetzt die Zeit, der Kaputtsparer Medorn litt offenbar an Weichenallergie. Der hielt Nebenstrecken für überholt. Immer noch Daimler denken, denn die Bahn zu ruinieren, das tut ja was für den CO2-Verkehr. Zu Lande wie in der Luft. Geld fehlt für 1500 marode Bahnbrücken. Auch am Essener Hauptbahnhof war plötzlich Schluss mit schnell. Denn seit der alten Gier nach schwarzem Gold lauern auch unter dem Kohlenrevier chaotische Hohlkästunnels. Und nach Medorns Personaleinsparung überraschten im letzten Sommer am Hauptbahnhof Mainz Stellwerkschrecken. ICEs rauschten wochenlang an Mainz vorbei. Wo bitte ist da noch Kapazität? In Stuttgart? Dort hat nun, wie sie sich selber nennt, die große Familie der Tunnelbauer Platz genommen. An einem reich gedeckten Tisch mit gigantischem Auftragsvolumen. Wofür gebürgt wird mit unserem Steuergeld. Das Stuttgarter Regierungspräsidium nannte Bahnhofskritiker Schaumgeboren, also Spinnert, weil die S21 sogar für klimaschädlich erklärt hatten. Das ist halt schwer zu schlucken, dass der neue Würde realisiert, nicht annähernd so viel leistete wie der bestehende, dass dieser Tieftraum mehr Pkw-Verkehr produzierte. Und als wollte die Bahn dieses Daimler-Konzept nur bestätigen, plant sie nun auch das Aus für die Autoreisezüge. Alle Autos zurück auf die CO2-Strecken. Und noch einmal die Frage, wo sind heute noch Flügel? Als jetzt am 9. März auf allen neun Rheinbrücken zwischen Basel und Straßburg wieder protestiert wurde gegen die tödlichen Zumutungen unter den Tarnnamen Meiler und Kernkraft. Da geriet ich vor dem AKW Fessenheim zwischen tausende Franzosen, die riefen die Parole des 90-jährigen Deutsch-Franzosen Essel, Hessel, Indignez-vous, empört euch! Neben mir stand ein junger Mann, Laurent heißt er, lange Haare, ein Elektrotechniker, der wohnte in Fessenheim. Und der betrieb da im Schatten des Monstrums eine eigene Energiefirma. Hier ist seine Visitenkarte. Photovoltaik, direkt neben dem Monstrum. So wie auch ihr hier direkt vor dem Rathaus protestiert, indem zugelassen wurde, dass einem großartigen Bau die Flügel abgeschnitten wurden. Und was steht auf der Visitenkarte dieses jungen Mannes? Donnez des ailes à vos projets. Gebt Flügel euren Projekten. Ja, Flügel. Wünsche ich auch euch hier, beflügelt zu sein von so einem mutigen Kerl mitten im Land der 58 Atomkraftwerke. Flügel, um Stuttgarts Schiefbahnhof zu entlarven.
als makabre Absurdität, als völlig überflüssig und ja, als Todesfalle, mit Fluchtwegen, die viel zu eng sind und zu wenige, dafür aber viel zu viele Treppen, mit viel zu vielen Treppenstufen, jede Treppe 3 Stockwerke hoch, mit Bahnsteigen lebensgefährlich schmal und mit viel zu wenigen und zu engen Lifts. Überfällig diese Angströhre nicht nur als unendliches Milliardengrab zu durchschauen, sondern auch als Stuttgarts schiefe Bahn, auf die wir hier geraten sind. Zu durchschauen als Menschenfalle mit unzulässigen Neigungswinkeln. Riskant für alles, was Rollen hat, ob Rollwagen oder Kinderwagen. Wenn es da beim Umsteigen in der ja sehr sorgfältig durchkalkulierten Eile, wenn es da auf den Treppen zum Stolpern und Stürzen kommt, da lese ich schon jetzt menschliches Versagen. Oma war selbst schuld, so heißt das dann im Ruhrgebiet. Nein, das Versagen geschieht dort, wo solche Bahnhöfe genehmigt werden. Allzu gut kenne auch ich inzwischen leider selber das Zittern auf fast 80-jährigen Beinen beim Treppab in Hetze. Der Kopfbahnhof dagegen hat angenehme Passagen von Bahnsteig zu Bahnsteig auf gleicher Ebene, hat Ausgänge nach allen Seiten. Diesen Klassebau zu ersetzen mit einer Tortur aus Stress und Hetze, das ist menschliches Versagen. Würde das gegen alle Vernunft realisiert, dann würden Bahnreisen in Stuttgart zu Nervensachen. Nicht nur für Ältere und Behinderte, auch für Familien, Reisegruppen, Klassenfahrten. Das Gewirr aus 7 Meter hohen Treppen, im Brand- und Katastrophenfall tödlich. Verschlankter Bahnhof von 175 Metern Breite auf 75 Meter. Wirksames Ziel für Terroridioten. Auch nach 20 Jahren Planung ohne einleuchtendes Evakuierungskonzept. Stattdessen gibt es zum Glück noch immer die sichere, die sinnvolle Alternative. Flügel wünsche ich euch auch gegen die 60 Kilometer Tunnel. Nun nicht mehr unter Straßen wie bei den Stadt- und S-Bahnen, sondern unter bebauten Grundstücken. Stuttgarts Zukunft als Epoche von Prozessen mit Haus- und Grundbesitzer. Wunderbar. Flügel aber vor allem gegen das Nadelöhr, das nicht erst bei Katastrophen zur Angströhre wird. Statt der bisher 16 Gleise nur noch 8. Freiburg hat mehr. München hat 36. Die 8, die könnten den Andrang nie stemmen, erst recht nicht den künftigen. Dazu Peter Conradi, Volksabstimmungen setzen kein Recht außer Kraft, kein Haushaltsrecht, kein Strafrecht und keine Sicherheits- und Brandschutzregeln. Und leider auch keinen Schutz vor Betrug. Lassen wir es uns aber nicht länger bieten, dieses Stottern von Verträgen, die beachtet werden müssten. Wo bleibt der Ausschuss, der untersucht, wie diese Verträge zustande kamen? Unter welchem Druck? Nicht nur unter Zeitdruck. Kosten wurden immer erst dann offengelegt, wenn alles unterschrieben war. Was bei der sogenannten Volksabstimmung noch 4,5 Milliarden kostete, das kostete schon 2 Monate später 50% mehr. Diese zwitterhafte Bahn, die kann offenbar alles durchmogeln. Mal ist sie staatlich, mal ist sie unternehmerisch. Mal will sie Gemeinwohl und dann will sie wieder Gewinn. Und dann schiebt mal ein Profaller
2 Milliarden aus dem Kanzleramt in dieses tolle Imageprojekt und bekommt sein Pöstchen. Aus dem Lehrbuch für Korruption. Und da resignieren sie halt, meine Freiburger. In Stuttgart sei halt alles sehr clever. Der Schiefbunker dort, der wird halt gebaut, nichts zu machen. Wirklich ein Rechtsstaat, der sich nicht wehrt, der ist keiner mehr. Wo hilft denn hier noch parlamentarische Opposition? Außerparlamentarisch operieren hier, opponieren hier Montag für Montag Eisenbahnfachleute, Unternehmer, Ingenieure, Anwälte, Wissenschaftler, auch Theologen mit eindrucksvollen Plakaten. Zum Beispiel sah ich da die 4T im Wort Stuttgart, die sah ich als Galgenkreuze mit den letzten Worten des Jesus. Nur das Wort nicht, ein wenig woanders. Herr, vergib ihnen nicht, denn sie wissen, was sie tun. In Freiburg wurde in großer Hoffnung Rot-Grün gewählt. In meinem Freiburger Wohnviertel mehr als 80%. Die sich christlich nennen, warum sollen die noch opponieren? Die können hier getrost zuschauen, wie Rot-Grün brav und gehorsamst auslöffelt, was die sogenannten Christlichen ihnen einbrockten. Hartnäckig murmelt der derzeitige Landesvater Verträge, Mehrheit. Als hätte die Mehrheit gewusst, um was es hier geht. Wenig später, wie in Verwirrung, wurde ein grüner OB gewählt. In diesem Schwabenland der Philosophen gilt da plötzlich Mehrheit als Wahrheit? Soll denn diese trübe Giergeschichte am Ende auch noch das Nesenbachwasser trüben? Und soll das so weit gehen, dass sogar derjenige, der formal derzeit Deutschlands Oppositionsführer ist, dass dieser wortgewitzte Gysi sich auch noch ums Ländle kümmern muss? Jetzt ist das alte Spottlied, was man auch im Ruhrgebiet kannte, das Lied von der Schwäbischen Eisenbahn, das verstehe ich inzwischen als frühe Weissagung. Muss denn im Nesenbach-Talkessel am Ende eine ganze Stadt flügellahm hinterdrein stolpern, fest angebunden mit Kopf und Seil an dem hinteren Wagenteil? Sodass dann ein sehr ernster Infarkt Europas Lachnummer wird? Können hier Verantwortliche wirklich noch ruhig schlafen? Tiefenpsychologen sagen, dass Politiker insgeheim ihre Mühen doch auch belohnt sehen möchten. Am Ende irgendwie vermerkt sein wollen im Buch der Geschichte. Also gut, ihr Kretschmann, Kuhn und Hermann, ihr Schmied und Schmiedel, dann haltet euren Schwur, Schaden abwenden. Der derzeitige Landesvater hat sich jetzt auf 6 Seiten Rechtfertigungen zurechtgelegt. Manches bisherige seien halt Irrtümer, aber doch wohl zu schlucken. Diese Irrtümer operierten mit Lügen. Um den Abstimmungsbetrug zu gewinnen, waren zuvor falsche Kosten mitgeteilt worden. Zu pfeifen ist auf diese immer wieder väterlich beschworene Projektfürsorgepflicht. Weil jetzt die Glocken läuten. Dagegen zitiere ich jetzt mal Folgendes aus dem tiefsten Gemüt dieser Stadt. Seit so viel Geld im Land ist, sind die Menschen unredlich. Das schrieb kein neuer Kulturphilosoph,
Das schrieb 1827 hierorts und mitten im sogenannten Biedermeier. Das schrieb ein genialer junger Stuttgarter, der nur 24 Jahre alt wurde, Wilhelm Hauff. In seinem Todesjahr schrieb er das in seinem sogenannten Märchen Das kalte Herz. Seit so viel Geld im Land ist, sind die Menschen unredlich. Zu lesen ist Das kalte Herz zum Beispiel hier in Schwarzwaldgeschichten. Und anzuschauen ist das ebenfalls hier, nämlich nebenan, im Staatsschauspiel und unter dem neuen Intendanten Petras. In der Tat, Stadt, Land und Bahn bieten ein denkwürdiges Staatsschauspiel. Stuttgarter, lest euren 24-jährigen Propheten und geht in eure Staatstheater und staunt. Wenn der Landesvater erklärt, der Käse, der sei halt gegessen, dann muss man diesen Käse gar nicht erst madig machen, weil der längst grauenhaft verdorben ist, weil der wimmelt von Kostenlügen und Leistungslügen und weil er übel riecht nach Wortbruch. Ja, in Freiburg empfinden wir den Käse als Verrat. Freiburger sehen die Grünen in peinlicher Nibelungentreue zu einem Projekt, das auch sie bekämpft hatten. Nach Fukushima war in Freiburg wie nirgends sonst grün gewählt worden, weil doch zu hoffen war, dass nicht nur Atomkraft mit dem Horror Spätfolgen, sondern dass auch der Horror Bahnhof von den Grünen gar nicht erst gegessen würde. Und wenn doch, dass die das dann auskotzten, weil ja ihr Chef als Ethiker und Biologe wissen müsste, wie verheerend verwurmter Käse wirkt. Ruinös auch für den Leib einer Stadt. Ja, und nun, was die Freiburger nun umtreibt, so wie euch hier, das ist keine Politikverdrossenheit, das ist Politik-Sehnsucht. Verträge mit Baumafia, mit Investmentgauklern können nicht nur, die müssen gekündigt werden. Weil diese Verträge durch Kostenlügen ohne Geschäftsgrundlagen nicht mehr legitimiert sind. Lügen nahmen auch der Volksabstimmung die Legitimation. Machen sie nur noch zur Beleidigung für Wahrheitsliebende und Stuttgartliebende. Auch hat ja soeben Karlsruhe entschieden, dass auf der Basis von Wirtschaftskriminalität jede Abmachung ungültig wird, dass da überhaupt nichts mehr zu bezahlen ist. Erst recht nicht für einen polizeiwidrig lebensgefährlichen Bahnhof. Man lese dazu den Esslinger Tunnelblick über den dümmsten Bahnhof der Welt. Geschenkt wäre der noch zu teuer. Ja, weil der auch Menschenleben kosten würde. Und seit es nicht mehr nur um Rechts- und Finanzbetrug geht, sondern auch um Gefahr für Leib und Leben, seitdem ist eine rote Linie überschritten. Rote Karte, radikale Kündigung, ehe ein überteuerter und sturz- und brandgefährlicher Kleinstadtbahnhof, kleiner als in Freiburg, ehe der diese Stadt ruiniert und lächerlich macht, sollte nun wenigstens einer der hier Verantwortlichen Flügel spüren, Mut fassen, vorangehen, das Zeitfenster nutzen. Ja, er käme dann auch ins Buch der Geschichte. Schluss mit diesem verlogenen, verfahrenen, menschenverachtenden Phantombahnhof ohne gültige Finanzvereinbarung, was auch die Proler zugeben, also die Bahnhofsbefürworter. Schluss mit diesem Zwitter- und Geisterzug, einem tödlichen Betrugszug,
einem endlosen Milliardengrab, Schluss mit der Albtraum-Angströhre. Selbst der schlaue alte Bergsteiger, als er alle Fakten der Gruft kannte, da riet er zur sicheren und zur stress- und barrierefreien Kombination von Kopfbahnhof und Fernstrecken. Schluss mit dem Daimler-Denken, mit der Image-Idiotie, mit Stuttgarts Kopf und Seil am hinteren Wagenteil einer grauenhaften Gespensterbahn. Zurück in den Kopf, kündigen, aussteigen, alles aussteigen, aussteigen, aussteigen. Natürlich wie gewohnt hier bei uns am Infostand und die zweite Rede, wie ich gehört habe, ist noch nicht da, aber alles bekommen Sie auch morgen an der Mahnwache, gar kein Problem. Die blauen Zettel, die reden bei uns und wenn die Spendenbüchse raschelt, haben wir auch nichts dagegen.